Hi, mein Name ist Marcel und willkommen zum dritten Teil der Fritzbox-Serie. Heute geht es darum, wie ihr den öffentlichen DNS-Server wechseln könnt und dadurch mehr Privatsphäre euch sichern könnt und wie ihr das machen könnt. Das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Dann legen wir mal los. So, wie ihr seht, hier sind wir bei meiner Fritzbox-Benutzeroberfläche. Das ist ein ganz normaler Vodafone-Business-Anschluss. Momentan ist es so, dass halt der öffentliche DNS-Resolver vom Internet Service Provider, also in dem Fall von Vodafone, bereitgestellt wird. Nachteil ist hier, also unter anderem, dass euer Internetverhalten, also eure Internetnutzung komplett getrackt wird. Vor allem geht es jetzt hier wirklich um den Datenschutz. Und daher ist es besser, dass man in diesem Fall einfach den öffentlichen DNS-Server, worüber eure Internetanfragen laufen, ja, austauscht gegen einen datenschutzkonformen DNS-Server, der keine Daten lockt. Und das machen wir jetzt in diesem Fall. So, also ganz wichtig ist auch zu wissen, das hat jetzt nichts mit dem internen DNS-Server, der in eurem Heimnetz zur Verfügung steht. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern hier geht es ja um den öffentlichen. Den finden wir hier unter Internet-Zugangsart DNS-Server. Und hier können wir jetzt dann unsere DNS-Server einsetzen, die ja nach meinem Dafürhalten wirklich dazu geeignet sind, um ja unsere Privatsphäre zu schützen und die auch keine Daten loggen. Daher kann ich euch mal zeigen, was ich mir da rausgesucht habe. Und zwar habe ich mir hier ausgesucht einmal den DNS-Resolver von der Digitalen Gesellschaft. Das ist ein eingetragener Verein in der Schweiz und einmal als DNS-Resolver den DNS-Server vom Freifunk München, das ist ebenfalls ein eingetragener Verein. Die sind beide DNS-Server, die wirklich auf Datenschutz höchsten Wert legen und auch kein Logging betreiben. Und ja, da ist auch noch der DNS-Server unzensiert. Kann ich beide empfehlen. Nutze ich jetzt für meine Projekte immer. Und dann weiterhin haben wir hier noch dann die Internetadresse, also die Domain, wo wir später unsere DNS-Einträge testen können. Dass auch wirklich dann die beiden DNS-Server genutzt werden für unsere Auflösung der Domainnamen. All diese Einträge, also die IPv4-Adressen, sowohl die IPv6-Adressen, genauso mit den Domänen für die Verschlüsselung, all diese Einträge findet ihr im dazugehörigen Blogbeitrag und den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder einfach mal hinsurfen. Da könnt ihr euch dann die Sachen da rauskopieren. Weiterhin findet ihr dann auch da die Vor- und Nachteile von der Nutzung eines anderen DNS-Servers ja, übersichtlich dargestellt. Genau, einfach besuchen und dann ist das schön. So, dann fangen wir einfach an mit der Konfiguration. Also die Einstellung könnt ihr, wie gesagt, einfach halt hier unter dem Menüpunkt Internet, Zugangsart, DNS-Server. Da werden halt dann später die IPv4, sowohl die IPv6 und die Domain zur Verschlüsselung der Amtsauflösung eingetragen. Ich habe das schon alles vorbereitet, das hat nicht so lange gedauert. Also hier bei anderen DNS-Server für IPv4-Adressen haben wir jetzt hier einmal für den DNS-Resolver von Digitale Gesellschaft eingetragen und als zweiten DNS-Server den von Freifunk München. Genauso verhält es sich hier bei dem DNS-Server für IPv6. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, das ist halt die Verschlüsselung der DNS-Anfragen und das wird jetzt hier bei der Fritzbox über DNS over TLS gemacht, also Abkürzung dort halt, und das ist auch ganz simpel. So, das machen wir einfach hier. Einfach wählt ihr hier den Menüpunkt aus. Und dann das hier auf unverschlüsselte Auflösung im Internet zulassen, also als Fallback, das machen wir nicht. Da müsst ihr einfach hier nur auswählen, dass die Zertifikatsprüfung für verschlüsselte Namensauflösung im Internet erzwungen wird. Das ist ganz wichtig. Und das hier auf jeden Fall nicht ankreuzen, weil wenn jetzt irgendwas nicht funktionieren sollte, okay, habt ihr vielleicht ja keine Internetverbindung, aber ihr wisst ja dann, wo ihr suchen solltet, dass der nicht auf eine unverschlüsselte Verbindung zurückfällt. Hier unten werden dann halt die Domain eingetragen, wo die Anfragen aufgelöst werden sollen. Also wenn ihr das alles gemacht habt, einfach geht ihr hier auf Übernehmen. Ja, und genau, dann ist das schon eigentlich alles fertig und überprüfen können wir das dann ganz einfach, ob die DNS-Anfragen auch über unsere Server, die wir ausgewählt haben oder eingetragen haben, aufgelöst werden. Das können wir ganz einfach zum Beispiel hier auf diesen vom Perfect Privacy, das ist auch ein VPN-Anbieter, der eigentlich sehr zu empfehlen ist. Da könnt ihr das einfach gleich testen, ob eure DNS geleakt wird. Und was steht da drin?
So, wird jetzt hier im Server die wir eingetragen, oder dass die auch dafür genutzt werden. So, das war es dann schon einfach halt. Ging ja eigentlich ziemlich schnell und ich hoffe, ja, das Video hat euch gefallen. Also bitte Daumen hoch und den Kanal abonnieren, wenn es nicht zu viel verlangt ist. Und ich werde dann sicher auch noch viele weitere Videos machen bezüglich Datenschutz. Dauert halt immer ein bisschen, ne? Aber ich bemühe mich. Okay, also in dem Sinne, bleibt gesund, alles Gute, euer Marcel. Ciao.